Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Elisabeth Bertsch. Schönen Montag. Wofür sind die neuen Kameras auf der A14? Das fragen sich heute viele Autofahrer in Vorarlberg. Es sind weder Blitzer noch Abstandsmessungen. Es wird der Verkehrsfluss gemessen. Alexander Holzedel, Pressesprecher der ASFINAG. Die hängen jetzt nur kurzzeitig oben. Sie werden noch etwas versetzt im Laufe der Woche, um eben ein umfassendes Verkehrsmodell quasi zu erstellen, das dann als wichtige Datengrundlage für alle weiteren Schritte rund um die S18 dient. Die Geräte messen, welche und wie viele Fahrzeuge wohin fahren. Riesiges Glück für eine 98-jährige Frau in Bludenz. Die Feuerwehr ist gestern spätabends ausgerückt, weil aus der Wohnung der Frau Rauchgeruch gekommen ist. Aufmerksame Nachbarn haben einen Notruf abgesetzt. Die Einsatzkräfte haben die Frau in ihrer Wohnung liegend gefunden. Sie war nur bedingt ansprechbar. Auf dem Herd hat sie einen Kochtopf vergessen. Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Um diese Themen geht es aktuell in der Vorarlberger Umweltwoche. Es findet ein buntes Veranstaltungsprogramm in den Gemeinden statt. Umweltlandesrat Johannes Rauch, was steckt dahinter? Wir orten schon auch von manchen Menschen große Rücksichtslosigkeit im Umgang mit Natur und Landschaft. Und Ziel der Umweltwoche ist es auch, klarzumachen, das, was wir da haben, ist nicht selbstverständlich. Das brauchen wir, das ist unser Nachholungsraum und auf den sollten wir aufpassen. Noch bis Sonntag gibt es sämtliche Vorträge und Aktionen. Alle Informationen auch unter www.umweltv.at. Und neuer Besucherrekord beim Bodensee-Frauenlauf. Am Wochenende waren rund 10.000 Besucher beim Spektakel mit dabei. Über 4.000 Läuferinnen sind an den Start gegangen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen.